Neue Vorwürfe im Fall Barschel. Regierung fordert Aufklärung über verschwundenes Haar. Gift in Lebensmitteln. Experten befürchten Missbildungen durch Unkrautvernichter. Und die große Angst vor Obdachlosen. Hamburg kommt mit seinen Armen nicht klar. 21.45 Uhr, NDR aktuell. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist der 29. September 2011 und die Freibadsaison hat begonnen. Das Kaifu-Bad in Hamburg zum Beispiel hat kurzerhand wieder eröffnet, nachdem es eigentlich schon quasi das Wasser rausgelassen hatte. In Mecklenburg-Vorpommern waren die Strandkörbe in Warnemünde noch mal heiß begehrt und Bikini und Badehose in Schleswig-Holstein. Sonne macht glücklich. Hannover, heute Nachmittag, 25 Grad am Maschsee und das Schloss von Schwerin mit Postkartenhimmel. Und das Wochenende kommt erst noch. Ja, freuen wir uns drauf. Ein Haar ist bekanntlich verschwunden. Ein Haar, aber wie es aussieht, wird daraus eine Haaraffäre. Denn es ist ja ein Haar aus dem Hotelzimmer, in dem Uwe Barschel tot aufgefunden wurde. Also ist es nicht irgendein Haar, sondern ein Beweisstück. Und wenn ein Beweisstück in einem bis heute nicht geklärten Fall verschwindet, und zwar aus einem speziellen Aufbewahrungsraum bei der Staatsanwaltschaft, ja, dann kommen Fragen auf. Verschlammt oder Verschwörung? Und schon sind wir wieder bei Selbstmord oder Mord. Was steckt dahinter? Barschels Witwe hat Anzeige erstattet und auch die schleswig-holsteinische Regierung hat heute Aufklärung vor dem Landtag verlangt. Es waren einmal 142 Asservate, Beweismittel, die die Schweizer Polizei der schleswig-holsteinischen Polizei im Jahr 1995 übergeben hat, gesammelt im letzten Hotelzimmer von Uwe Barschel. Die Asservate gingen nach Lübeck und jetzt sind es nur noch 141. Ein Haar fehlt. Verschlampt oder gestohlen bei der Staatsanwaltschaft selbst. Und auf dieses Haar hatte Justus Warburg gesetzt. Der Rechtsanwalt vertritt die Familie Barschel seit 1987. Und jetzt? Ich gehe davon aus, dass das Haar sich bei der Staatsanwaltschaft befunden hat und jetzt nicht mehr da ist. Das Haar ist unwahrscheinlich wichtig. Denn es kann ja uns auf Spuren führen, von denen wir bisher gar keine Ahnung gehabt haben. Es ist die Hoffnung, dieses Haar könnte ein Rätsel lösen. Das Rätsel, ob noch jemand anders in Uwe Barschels letztem Hotelzimmer in Genf gewesen sein könnte. Und wenn ja, wer und warum? Und ob es etwas mit dem Tod zu tun haben könnte. Diese Chance ist jetzt noch kleiner geworden. Im Auftrag der Familie Barschel wird hier mit Strafanzeige gegen Unbekannt, ich weiß ja nicht, wer es war, nach Maßgabe der Strafvereitelung im Amt nach der Vorschrift des § 258a erstattet. Und das ist schon peinlich für die Lübecker Staatsanwaltschaft. Ganz unabhängig von der tatsächlichen Bedeutung des Haares kann hier niemand wirklich erklären, wie es verschwinden konnte. Jetzt laufen interne Ermittlungen. Möglicherweise hat jemand die Tüte geöffnet, um sich das Haar noch einmal anzusehen. In dem Moment, so ein Szenario kann man sich vorstellen, geht die Tür auf, es kommt jemand rein, ein Windzug ist da und ähnliches. Und dann ist das Haar auf einmal weg. Nein, es war Methode. Es passt in das Bild der bisherigen Aufklärungsbemühungen. Jedenfalls nährt diese Geschichte Verschwörungstheorien. Und das verschwundene Haar steht in einer langen Tradition von schlampigem Umgang mit Asservaten im Fall Barschel. Das ist die Hausverfügung von 1990. Wie hier mit Asservaten umzugehen ist. Dass sie erstmal in die Wachtmeisterei kommen und dann zu einem Asservatenverwalter, dass der die auflistet, das Aktenzeichen vermerkt und dass er die nur rausgibt sozusagen gegen Quittung. Das heißt, er hat das zu dokumentieren, dass er sie rausgegeben hat, wo sie hingegangen sind und so weiter. Und ist das alles so gelaufen? Nein. Der rätselhafte Tod eines rätselhaften Mannes. Und noch 24 Jahre nach dem Tod von Uwe Barschel reicht ein verschwundenes Haar aus, um alles wieder wachzurufen.